So, die gute Jaina ist jetzt mit dabei. Die möchte sich jetzt ja selber überzeugen, was denn hier los ist. Weil Überraschung, sie hat den Angriff auf uns nicht fingiert, ja. Auf der Wer hätte es Burg. gedacht? Ich meine, mir war das schon von Anfang an klar. Meine Ja, Beute die ist da naht. einfach viel zu ehrenhaft, ja, und viel zu lieb dafür. So, erreicht die den Naga-Unterschlupf, findet alle überlebenden Menschen. Menschen stecken. Ja, Menschen stecken wo drin? Nein. Es scheint, dass Jaina Prachtmeer. Oh, diese Übersetzung. Warum muss man eigener übersetzen? Ja. Jaina Prachtmeer. Ja. Jaina Glitzerpfütze. Immer noch zu treu zu ihrem Pakt mit Thrall steht. Jemand anderes muss hinter den Überfällen der Menschen stecken. Jaina hat bei der Suche nach den Schuldigen ihre Hilfe angeboten, doch derzeit benötigt eine noch wichtigere Angelegenheit ihre Aufmerksamkeit. Die Siedlung der Menschen wird von merkwürdigen Kreaturen aus dem Meer angegriffen, die sich selbst Naga nennen. Ne? Ja, stimmt, die Orks kennen die ja noch gar nicht, ne? Findet und rettet alle überlebenden Menschen, dann wird Jaina euch helfen, die menschlichen Aggressoren zu identifizieren. Gut. Bin zur Dann Spurensuche machen wir das mal. bereit. Also, das sollte jetzt ja kein Problem sein. Ich meine, wir sind jetzt so viele Helden hier. Unsere Wege Da. kreuzen sich. Ja, was wollen die jetzt groß hier machen, ne? So. Ich handle instinktiv. Ja, instinktiv, das Ich passt schon habe ganz gut Witterung hier. aufgenommen. So. Entfesselt meine Mit der Heilung. Kraft. Ich wandere allein. So und weiter. Ja, also. Ich brauche gar nicht mal meine ganzen großen Sachen hier anzuwenden. Weißt du was? Der gehört mir. Den nehme ich mit. Ich kann allein schon durch meine ganzen Beschwörungen eine richtige kleine Armee aufbauen. Ja. Vielleicht mal trotzdem ein bisschen heilen, das wäre schon, glaube ich, ganz gut angebracht. Ja. Was? Ach, ihr seid ein Trickser, ja, verstanden, ihr seid ein Wichser. Ich dachte schon, was, wie redet da mit mir? Was habe ich jetzt gemacht? Also, ihr seid ein Wichser, ja. Was? Ihr seid ein Wichser? So, jetzt meine Wildschweine. Okay. Meine So Kraft. viel dazu. Ihr könnt euch nochmal heilen. Ich meine, Ich das ist jetzt wandere allein. groß notwendig sein sollte, aber wir machen es trotzdem. So, geht's allen gut? Auf Ja. der Komm, Burg. weiter geht's jetzt ja. Keine Rast einschlagen, das dauert alles zu Ich lange. handle instinktiv. So. Krass. Ich kapier schon. So, bam. Dann kann man hier mal ein bisschen Blizzard von oben herunterrufen. Auf die Erde. So. Heiz mal wieder. Ja, ich switche einfach mal durch die Helden durch und dann Was wird das liegt schon. vor mir? Wie gesagt, ja. Unsere Wege kreuzen Ja, sich. also ich glaube, die werden jetzt keine große Gefahr sein. Na, Misha, beeilst du dich mal? Was liegt vor mir? Ah, schön, die Bäume haben sich einfach so mir niedergelegt. Ich musste nicht mal irgendwas Ich machen. habe Witterung aufgenommen. Unsere Wege So. kreuzen sich. Auferstehungssteine. Okay, jetzt kommt ein großer Bossgegner oder was? Ich wandere allein. Also, das sind nur die Schlangenviecher, Meine die Beute Schlangenwächter. naht. Das Nest der Schlangen muss hier irgendwo sein. Wenn wir die überlebenden Menschen finden, können wir sehen, ob sie euch treu sind. Ja, wenn wir sie finden. Findet alle überlebenden Menschen. Wir gucken mal. Also, hier auf der Insel müssen die überall verteilt sein, ne? Auf dieser kleinen tropischen Insel werden die sich also alle verstecken. Das kriegen wir hin. Das dürfen wir hinkriegen. Also. Oh, aua. Oh Gott. Ich habe Witterung aufgenommen. Meine Milz. Aua. Auf der Pirsch. Und weiter. Ist Misha eigentlich noch dabei? Ja, der ist noch dabei. Aber kein Wasserelement. Ja, so aktuell schnetze ich mir problemlos durch, würde ich sagen. Ne? Aber hey, ich nehme natürlich alles mit, weil mein Bestienmeister Rexxar ist ja immer noch nicht Ich Level 10. handle instinktiv. Da kann ja noch viel kommen. So. Ist alles ein bisschen eng hier, muss man wirklich mal sagen. Ne? Das ist vielleicht ein kleines Problemchen, ja. Jagt sie raus. So, ja, apropos, das werden wir ja zerstören noch. Clever. Du Gebäude, du Klepper, du. Ich kapier schon. Aber das hier. Ich kümmere mich darum. Ja, mach mal. Außer Rexer kriegt nichts ab. Macht das überhaupt was? Ja, das macht schon durchaus was.
So, ist gut, Jaina. Reicht jetzt. Ja, Blizzard ist mal ganz nett, aber das Problem ist halt einfach, dass da auch eigene Figuren angegriffen werden, ne? Goblin-Bibliothek. Oh! Ui. Unser Rexer, der wird jetzt schön aufgelevelt hier, das kannst du wissen. Ich habe so viel Gold jetzt. Wie viel kostet das denn? Erhöht die Beweglichkeit des Helden dauerhaft. Für dich ist aber Stärke wichtig. Und für dich war Beweglichkeit wichtig, richtig? Mit Ruhe und Gemütlichkeit, aber Stärke erstmal. Ich krieg die Krise. Das ist sonderbar. Jetzt hat Jaina Stärke bekommen. Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Ja, ist egal, mein Gott. Also, es ist nervig. So ein Mist hier. Warte mal, jetzt verkauf mal die ganze Scheiße hier. Die wir nicht brauchen. Hört sich gut an. Ah, hier, komm. Hört sich interessant an. So, jetzt, ich möchte, dass mein Rexer, der soll bitteschön. So, jetzt geh ran hier. Da, komm. So, du kriegst jetzt Foliant der Stärke. Müssen wir trotzdem warten. Benutzer wählen, da unten steht's auch noch. Nein, wir warten. Also die Stärke, die möchte ich Rexer geben. Ne, denn wir wissen ja, jeder Punkt erhöht den verursachten Schaden um 1, was gut ist. Das heißt, er macht schon mal einen Schaden mehr, obwohl er schon so viel Schaden macht. Ich meine, guckt euch das an. Ne? Ey, das ist ja 128 Schaden max, das ist schon echt krass. Trefferpunkt 25. Jeder Punkt erhöht die Trefferpunktregeneration. Ist das nicht schön? So. Es ist jetzt sehr spannend zu warten, aber manchmal ist das so, ne? Geduld ist eine Tugend. Da hinten müssen wir hin, sehe ich gerade. Also müssen wir die. Aber wir grasen die ganze Insel ab. Ich meine, wenn man sich schon mal die Mühe macht, hier dieses ganze Gebiet extra zu erstellen, dann werden wir das auch nutzen. Natürlich auch mal auch ein bisschen. Ja. Uns aufzuleveln. Was hat denn Jaina so zu sagen? Ich kann helfen. Wie lautet der Plan? Wir nerven sie mal ein bisschen. Helfen. Kannst du das wirklich? Ich bin keine Kriegerin. Ich wollte immer nur studieren. Die magischen Ströme sind in Aufruhr. Ich bete, dass mein Vater in Sicherheit ist. Nee, ist er wahrscheinlich nicht. Langsam wird mir ein bisschen mulmig bei der Sache. Psst, ich versuche zu denken. Das ist sonderbar. Okay, das war schon. Ja, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Lustiges, was ihr sagt, aber... Ja, war jetzt nicht der Brüller, aber mein Gott. Deinem Vater geht's nicht gut, der ist wahrscheinlich schon tot. Ja, ich meine, so viele Leute, die ja schon gestorben sind in der Kampagne, würde mich das nicht wundern. War, ist der Vater mal irgendwie aufgetaucht? Ich weiß es gar nicht. So jetzt hier Stärke. Jetzt haben wir es verbessert. So. Aber Jaina mit den großen Muskeln hier, ne? So. Ich habe Witterung aufgenommen. Einfach drauf da. Das hat sich. Wow, das war ja gar nichts hier. Das Problem ist, Misha ist echt zu dick, der passt hier nirgendwo durch, ne? Ich habe Witterung aufgenommen. Also wirklich, der ist einfach nur dick. Es tut mir leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber... So. Und weiter. Na, du wanderst nicht allein. Guck mal, was du für eine Truppe da mit dir wandern hast. Sag das doch nicht jedes Mal. Ich wandere allein. Sagte er mit insgesamt, ja, 5 anderen Lebewesen. Ja. Oh, da... Machen wir das da noch hin. Das hier noch. Und heilen. So. Ja, wir haben auch keine Chance. Also, meine, die müssen es ja nicht mal probieren. Das ist ja verschwendete Liebesmühe. Mal so. Und schön rein da. Machst hier nochmal was hin. So, zack. Umso mehr mithelfen, umso besser. So, Rexer kriegt jetzt auch nochmal eine Heilwelle ab. Ja, muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Es ist echt auch schwer, sich bei der Hitze zu konzentrieren. Ja. Das ist irgendwie... Vor allem, das auch noch zu kommentieren währenddessen, weil irgendwie so Swarm ist gerade wirklich so auf Standby-Modus, aber ich versuche mein Bestes, ja. Also, ich versuche mein Bestes. Ist halt nicht schön, wenn es halt so warm ist, dass es einen schon aus allen Poren tropft hier. Das ist nicht schön. So, Foliant der Intelligenz. Das kriegt nicht Jaina, weil Jaina ist noch nicht die ganze Zeit dabei, oder? Du nimmst das. Weil ich das so will. So, hier auch nochmal. So, zack. Der Stärke, Rexarino. Was? Boah. Rexar ist eine Maschine.
Das ist eine Maschine, das sage ich euch ja. So. Machen wir nochmal einen Schlangenschutz. Der kann auch ein bisschen oben die Einheiten angreifen, die da fliegen in der Luft. So. Schön. Ja, also die typische Schnetzelei halt, ne? Misha, kommst du bitte wieder aus deiner Gefangenschaft heraus? Das wäre sehr nett. Danke. Wir brauchen deine Fähigkeiten und so, ne? Das ist... So, machen wir noch einen. Haben wir jetzt zwei? Achso, nein, ich dachte, ich hatte drei, aber das eine war von der Naga-Hexe. Oder von der Naga-Sirene. Ah, jetzt kommen ja ganz schön vier, meine Fresse. Na komm, mach mal deinen. Mach deine Spezialfähigkeit hier. Gerade ist ja ganz schön viel los, das gefällt mir gerade gar nicht. So. Na. Meine Güte, die wehren sich ganz schön. Was ist denn hier los? Sag mal. Wegen dem Brunnen der Gesundheit. Was ist das jetzt? Runenstulpen erhöht die Stärke und die Rüstung. Ja, kommt darauf an, wie sehr das jetzt erhöht wird. Ich meine, ich habe ja meine ganzen Kugeln, mit denen ich sehr zufrieden bin. Erhöht den Angriffsschaden, ist halt auch viel besser. Das ist sonderbar. Hast du noch irgendwas hier? Erhöht die Stärke, Beweglichkeit und Intelligenz. Das war erhöht die Stärke und Rüstung. Ich weiß halt nicht, um wie viel. Ich gucke mir das mal an. Erhöht die Stärke und Rüstung des Helden um 3. Ich kapier schon, Mann. Das bringt dir ja nichts. Wenn, dann würde das ihm was bringen, aber... Ich meine, ganz ehrlich, die Sachen, die ich habe, die sind viel besser. Ja, guck mal, hier allein schon hier ist der andere Schaden schon um 5 erhöht. Ja. Entfesselt meine Kraft. Na gut, dann machen wir das mal lieber so hier. Ne? Ich meine, eine Güte. Meine Kraft. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen, wir nehmen uns nur die besten Sachen mit. Ja. Hexer ist mittlerweile auch so stark, der kann ja Einheiten mit 2-3 Schlägen weghauen. Das ist unfassbar. Bam. Der schnetzelt sich da durch wie nix. Man sieht auch sofort, wenn Hexer angegriffen hat, weil er so viel Schaden macht. Das ist schon exzessiv mehr als bei dem Rest, ja. So, jetzt haben wir die erste Insel schon mal leergefegt. Das können wir uns langsam Richtung der Richtung 2 begeben. Und wir werden gleich nett empfangen, ja. Wir haben gleich das Begrüßungskomitee hier. Aber, naja, nicht, dass wir da jetzt nicht durchkommen würden. Also ich bin da fest und überzeugt, dass wir mittlerweile eigentlich durch alles durchkommen. Na, wer weiß, was uns am Ende der Mission für einen Endgegner erwartet. Da kommt da bestimmt so richtig so eine Art Raid-Boss. Nur, dass wir halt hier, wenn dann alleine raiden müssen, dass da keiner uns hilft irgendwie. Unsere Wege kreuzen sich. So, Jaina... Mach dein Ding, ich weiß nicht, wo ich angreifen soll. Da, dich nehme ich auf meine Seite mit. So. Ach, das ist toll, die Beschwörung ist schon wieder, die ich gerade übernommen habe, die ist schon wieder tot. Ja. Hat es ja richtig gelohnt, Mensch. So, Misha. Na, kommt, Leute. Ah, zum Glück habe ich meinen Rokan hier, ne? Der. Ich kann das immer gut heilen, weil dann langsam sieht es ein bisschen kritisch aus, aber es geht gerade noch. Krass. Los! Das Dingo. Das Dingo, Mann. So. Ach, jetzt geht's aber. Jetzt geht's aber ab hier. Na, sind jetzt nicht gerade wenige, aber. Ah, natürlich, das Wildschwein stirbt oder die Stachelbeste stirbt, bevor die Heilwelle bei dem ankommt. Ja? Naja. Ist in Ordnung. Ja, jetzt Misha nicht sterben, das wäre sehr ungünstig. So, trifft er. Ja, mehr Naga liegen vor dir, ne? Das ist jetzt gerade so dein Schicksal. So, am besten noch ein paar Beschwörungen und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, mach nochmal deinen Heuschreckenschwarm. Das passt schon. Jaina kann... Ne, kann sie nicht. Die verteilen sich zu sehr, das ist etwas ungünstig. Ich möchte meinen Blizzard anwenden, aber das Problem ist halt, na, warum soll ich das machen, wenn ich da
sonst wie viel Schaden selbst bekommen würde, ne? Das ist halt eher etwas ungünstig. Das versucht man dann doch zu vermeiden, ne? Was liegt vor mir? Was liegt vor mir? Auf der Pirsch. So. Ich handle instinktiv. Ja, manchmal ist instinktiv gut, manchmal nicht, ne? Wenn du dann irgendwie in eine Gefahr reinrennst, ist das eher ungünstig. Oh Gott. Misha, Misha, nicht sterben, Misha. Misha stirbt. Ja, scheiße. Komm ran. Wir brauchen dich, Misha. Jetzt los. Sag mal, jetzt ist aber hier... Huch. Jetzt geht's aber ab hier, ne? Aber gehen wir hin. Okay, das ist schon mal ein bisschen schwerer hier. Aber wir müssen einfach nur immer neue Beschwörungen nachziehen. Ja, einfach immer heilen in der richtigen... richtigen Augenblick, dann geht das auch. Dann sind wir auch ja, gut bedeckt, sag ich mal. Achso, warum holen wir uns hier eigentlich nicht da? Dann mach mal. So. Kommt dann noch mehr, meine Fresse. Ja, das sind jetzt die ganzen Wächter hier, ne? Lassen jetzt hier nichts anbrennen, aber trotzdem seid ihr uns nicht gewachsen, würde ich mal behaupten. So. Oh, das hier noch. So, heilen wir nochmal. Wahrscheinlich stirbt man, ja, ich wusste es. Das stirbt wieder, bevor die Heilung ihn erreichen kann, aber ist egal. So. Das war's ja. So, finden wir jetzt ein paar Menschen. Ja, die sind hinter der sehr unauffälligen Tür gefangen gehalten. Ne? Öffnet mir die Türe. Lalalalalala. Ich klemme fest übrigens, ne? Misha, du Dicker, geh weg! So, Stampede, jetzt holen wir alles raus, was wir haben hier. Massenteleportation bringt mir jetzt gar nichts. Lady Dunkelschuppe. Oh, Jaina, scheiße! Ist okay, oder? Ja, ist okay. Ja, ist sehr okay, siehst du, die kommt auch wieder zurück, alles gut. Hat keine Konsequenzen, nichts hat hier Konsequenzen. Oh, scheiße, warum sind die jetzt ein bisschen stark? Scheiße, nein! Lass mich in Ruhe! Ja, ihr seid ein Wichser, ich hab schon verstanden. Lululululu. Aber hey. Der Tod ist ein echter Trippmann, ja, das glaube ich. Das ist schon wahr. So, warte mal. Sind das hier oben? Das ist doch auch irgendein Heilbrunnen, oder? Soll ich vielleicht mich da mal heilen? Brunnen der Gesundheit ist ja völlig egal. Ja, wenn, dann bräuchte ich einen Brunnen des Manas. Da war ich wohl ein bisschen übermütig, aber. Gibt's da einen Malus drauf? Nee. Also, wenn, dann sehe ich ihn nicht. Also, so minimal, dass er gar nicht auffällt. Ja, ja, der Tod ist ein echter Trippmann hier, ne? Meine Beute naht. So, Misha ist noch am Leben, das ist schön. Ihr seid ein Trickser. Dann machen wir noch so ein Borstenschwein. Ja, komm rein da. Ich meine, jetzt ewig warten bringt ja auch nichts. Ja, das ist halt Lady Dunkelschuppe. Dunkelschuppe, die ist halt krass drauf, die alte ja, ne? Niemand mag Lady Dunkelschuppe. So, jetzt alle drauf da, obwohl die ist gar nicht so schlimm. Das war nur die Menge. Die Menge hat es gerade gemacht. Vampirtrank erhöht den Angriffsschaden und Angriffe stillen Trefferpunkte. Aber es ist ja ein Trank. Das heißt, wahrscheinlich ist das nichts Dauerhaftes, ne? Nee, dann juckt mich das nicht. Ich wandere allein. Dann geht's ja auch nochmal weiter. Oh. Hätte alles getötet hier. Ach Leute, ey, wie viel Zeug gibt's denn hier? Ja, ich würde sagen, den Menschen geht's nicht so gut, ne? Also, da können wir sein, wir können Tote wieder beschwören, aber ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann lässt sich da, glaube ich, nicht sehr viel herausholen, ne? Oh, du heilst wieder Rokan.
Naja, wenigstens sind wir nicht nochmal gestorben. Das ist schon mal ganz praktisch. So. Ich toll. Aber vielleicht gibt es noch jemanden, der so im Sterben liegt und redet. Zu spät. Die Schlangen haben schon alle getötet. Wartet, der hier lebt noch. Lady Jaina, wir haben euch gefunden. Endlich. Der Admiral wird überglücklich sein. Das ist doch nicht möglich. Toll. Wir müssen sofort zurück nach Terramor. Aber jetzt hat er doch was fallen lassen, nett. Vertraut mir einfach, Rexa. Ich erkläre alles, wenn wir dort sind. Was ist das jetzt hier? Frostwache. Frostwache! Hört den Angriffsschaden, warte mal. Meine Beute naht. Jainas Massenteleport kann einer entdeckt zum Dings teleportieren. Machen wir gleich. Ich versuche gerade zu überlegen, ja. Das ist Schamanklau jetzt wahrscheinlich. Ich habe Witterung aufgenommen. Verstärkt den Angriff des eines Helden mit 5 Kältestand und erhöht seine Rüstung um 5. Die Angriffe des Helden verringern außerdem die Bewegungsangriffsgeschwindigkeit von Gegnern. Ich glaube, ich bleibe dann bei der Frostwache. Die gefällt mir ganz gut. Jetzt haben wir 53 mehr Schaden. Gut, aber ich würde sagen, den Massenteleport machen wir in der nächsten Runde und dann wollen wir doch langsam mal... Ich bin gespannt, ich möchte erfahren, was ist denn hier los? Was ist dieses ganze... Also irgendein Komplott scheint hier stattzufinden, den wir noch nicht ganz entwuselt haben, aber beim nächsten Mal kriegen wir das bestimmt raus. Ich bin gespannt. Bis dahin.